Herzlich willkommen zum Podcast zum Modellquartier Christianiwiesen des Projekts Zukunft statt Konstanz mit dem Fokus auf unseren Rahmenplan zum Modellquartier. Mein Name ist Sabine Debert, ich bin die Projektkoordinatorin der Zukunft statt Konstanz und freue mich, dass ich jetzt gemeinsam mit unserem Planerteam von Feld 72 mit Richard Scheich und Raphael Gregoritz und Treibhauslandschaftsarchitekten Gerko Schröder jetzt gemeinsam Ihre häufigsten Fragen zum Rahmenplan zum Modellquartier Christianiwiesen beantworten kann. Herzlich willkommen und danke, dass ihr heute dabei seid. Hallo. 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 So, dann fangen wir gleich schon mal an mit einer der häufigsten Fragen, nämlich zum Stichwort Holzbau. Wie habt ihr denn, sag ich mal, die Planung zum Holzbau vorgesehen im Quartier? Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was erläutern. Ja, grundsätzlich war die Idee, klimaresilient zu arbeiten und eigentlich den ökologischen Abdruck so klein wie möglich zu halten. Und da spielt natürlich der Holzbau eine wichtige Rolle. Und aus dem heraus haben wir auch unser Grid entwickelt, weil eigentlich Holzbau durch das, dass man das in einem System denkt, sehr effizient ist. Und das ist ja auch die Idee, sozusagen mit dieser Effizienz zu arbeiten. Aus dem hätten wir sozusagen ein Baukastensystem entwickelt. Und mit diesem Baukastensystem das sehr viele Möglichkeiten lässt. Also aus dem heraus war die Idee auch, diese Wohnungen so flexibel zu halten. Das heißt, man ist jetzt nicht auf einen Grundriss fixiert, sondern man kann diese Innenwände ohne Probleme wegschieben oder wegnehmen. Und aus diesem Holzbausystem haben wir auch grundsätzlich uns einmal auch hinsichtlich diesen Kosten das angeschaut, weil das ja auch immer wieder eine Frage war. Also grundsätzlich, Holzbau ist ein wenig teurer. Wir hoffen, also, dass wir so irgendwie 5% über diese normalen Grenzen sind, die so gegeben sind von den Baukosten, drinnen sind, je industriemäßiger wir da unterwegs sind. Und das ist genau das, was wir probieren, quasi in diesem Holzbau so viel wie möglich an einem gleichen System zu arbeiten, dass wir über das ganze Gebiet quasi ziehen würden, effizienter werden. Also wir sind auch nicht nur bei den Wohnungen so gedacht mit diesem System, sondern das zieht sich auch über das Flexhaus. Mehr oder weniger dieses Parken, das jetzt einmal angedacht ist, in Zukunft dann, dass diese auch umfunktioniert werden können zu Wohnungen, zu Sharing-Räumen, um da sozusagen auch hier nochmal zu zeigen, dass das sehr flexibel ist. Dazu passt eigentlich auch schon die nächste Frage, die ich gerne an euch stellen würde, nämlich: Wie sehen denn die Gestaltungsspielräume für die Baugruppen aus? Also da haben uns auch ganz viele Fragen dazu erreicht und vielleicht fangen wir da jetzt einfach mal an beim Stichwort Baukörper und Grundrisse. Also was haben denn die Baugemeinschaften hier für Gestaltungsspielräume? Ja, das kann ich gerne beantworten. Wir haben in der Rahmenplanung natürlich verschiedene Grundrisse entwickelt, um einfach zu betrachten, was dieses Quartier leisten kann. Wie viele Wohnungen kann es aufnehmen? Wie groß können diese Wohnungen sein? Wie viele Fahrräder kann man da abstellen? Wie viele Räume kann man für andere Nutzungen als Wohnen bereitstellen? Und zu diesem Zweck haben wir natürlich Grundrisse entwickelt, die für das Quartier sozusagen eine gute Möglichkeit sein können. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese Grundrisse vorschreiben möchten. Das ist auch gar nicht unser Auftrag. Wir zeigen Möglichkeiten auf, die in diesem Quartier gut integriert sein können. Und das betrifft nicht nur die Wohnungsgrundrisse, sondern zum Beispiel auch die Gestaltung der Fassaden oder auch, hat eine Wohnung einen Balkon oder nicht? Wie groß ist dieser Balkon? Sind es Balkone an 2, 3 Stellen? Gibt es vielleicht eine Loggia oder dergleichen? Das heißt, was wir in der Rahmenplanung machen, ist aufzeigen, was geht und Möglichkeiten, die wir natürlich als Planer und als Architekten für sinnvoll erachten, da in der Rahmenplanung schon einmal betrachten. Das ist grundsätzlich die Herangehensweise, einfach um zu gewährleisten, dass wir eine Aussage darüber treffen, was das Quartier Christianiwiesen leisten kann. Und wie sieht es da bei den Außenbereichsflächen aus, bei den Gestaltungsspielräumen der Baugemeinschaften?
Also bei den Außenbereichen ist es so, dass das Gemeinschaftliche auf jeden Fall im Vordergrund steht. Das heißt, die Gemeinschaft hat sozusagen auch eine große Möglichkeit, sich einzubringen, natürlich in der weiteren Planung, auch fürs Gesamtgelände sozusagen. Und jeder Einzelne kann sicher dann auch in den einzelnen privaten Bereichen sich einbringen, indem er, also wir sehen so private Austrittsflächen vor, so eine Aurazone um die Gebäude, die jeder individuell natürlich sozusagen sich aneignen kann oder mitgestalten kann. Aber der Schwerpunkt ist auf jeden Fall auf dem gemeinschaftlichen Nutzen des Ganzen, wo wir aber auch dann natürlich vorschlagen, einen Beteiligungsprozess zu starten, dass alle sozusagen an ihrem Quartier auch mitentwerfen können, die Nutzung mit gemeinschaftlich prägen können, sodass dann im Prinzip für jeden was dabei ist. Genau, so sind die ersten Ideen dazu. Okay, super, vielen Dank. Und dazu passt vielleicht auch einen Fragenblock, nämlich gibt es denn feste Flächenvorgaben, die für die Baugemeinschaften vorgesehen sind? Auch da wollen wir wieder die Möglichkeiten aufzeigen und nicht Vorschriften treffen. Es geht darum, wirklich sagen zu können, wie groß kann dieses Quartier sein, um unsere Ziele zu erfüllen, die Stadt hat und wir als Planer und auch die Bürgerschaft Konstanz. Da haben wir gesehen, dass maximal 140 Wohnungen aus unserer Sicht für das Projekt sinnvoll wären. Und wenn man das umlegt auf die Bauteile, die wir dort planerisch jetzt vorgesehen haben, dann kommt man auf einen gewissen Faktor pro Kopf der Wohnfläche. Wir versuchen natürlich auch zu untersuchen, wie viele Wohnungen, in welchen Größenordnungen kann es da geben, und haben da in unserer Planung versucht, ein Ziel zu erreichen, wo wir etwas weniger Fläche pro Kopf bereitstellen in den Wohnungen an sich, dafür deutlich mehr Fläche in Gemeinschaftsräumen, die für verschiedene Funktionen zur Verfügung stehen können. Das heißt, wenn wir vom Gemeinschaftsraum, vom Sharing sprechen, dann reden wir auch nicht von etwas, das sozusagen ein leerer Raum ist, das hat eine konkrete Funktion, und das soll auch natürlich Gestaltungsspielraum der Baugemeinschaften intern und auch untereinander sein. Das heißt, auch da gibt es jetzt keine explizite Beschränkung pro Kopf, sondern einfach die Ableitung aus der Gesamtfläche des Quartiers, das bei einer Bespielung mit 140 Wohnungen sozusagen einen gewissen Faktor pro Kopf bedeutet. Und der liegt etwas unter herkömmlichen Wohnbauprojekten. Dafür wird sozusagen umso mehr der Faktor Sharing, gemeinschaftliche Nutzung, in den Vordergrund gestellt. Okay, alles klar. Also diese 24 Quadratmeter pro Kopf, die sind jetzt nicht als feste Größe so zu sehen, sondern kommen wirklich eigentlich auf die Planung der Baugemeinschaft an, wo eben all diese Aspekte auch mit berücksichtigt werden müssen, gerade auch beispielsweise diese Sharing-Flächen, oder? Auf jeden Fall. Eine Struktur, die zum Beispiel Clusterwohnungen anbietet, wird einen noch viel geringeren Pro-Kopf-Faktor der Wohnfläche haben. Oder hätte diesen, je nachdem, was sie vorgesehen ist, hätte dafür natürlich vice versa einen deutlich höheren Faktor, was Gemeinschaftsflächen auch innerhalb eines Clusterwohnens betrifft und dann noch zusätzlich die Sharing-Flächen, die es im Quartier gibt. Da ist vielleicht eher auch noch zu sagen, dass man ja sozusagen diese Wohnungen auch quasi in der Entwicklung, es kann ja sein, dass Wohnungen wachsen oder kleiner oder größer werden, auch hinsichtlich dieser Flexibilität auch darauf reagieren kann mit der Zeit. Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt vielleicht jetzt die vierköpfige Familie braucht jetzt diese Fläche, aber irgendwann einmal kann es sein auch, dass sie schrumpft und die Flächen dann wieder in dieser Gemeinschaft den anderen gibt oder umnutzt. Also das ist auch diese Idee, dass man jetzt nicht sich jetzt lebenlang auf diesen Flächen lebt, sondern probiert auch da, quasi da diese Möglichkeiten auszunutzen. Und das versuchen wir auch über die Holzbauweise anzuregen und das sozusagen zu ermöglichen, dass diese Flexibilität überhaupt möglich ist. Ja, ja, super, vielen Dank. Dann kam noch öfters die Frage nach Kellern. Kann man denn, sind Keller überhaupt vorgesehen im Quartier, beispielsweise für die Gemeinschaftsnutzung, oder wie wird denn mit dem Thema umgegangen? Das Thema Keller ist immer ein brisantes im Wohnbau, nicht nur im Holzbau, auch im Massivbau. Keller sind sehr kostenintensiv und in ihrer Nutzung oft sehr beschränkt. Das liegt vor allem an der Raumhöhe. Man kann natürlich auch sehr große Raumhöhen im Tiefbau unter der Erde erzielen. Allerdings muss man sagen, das ist dann natürlich noch kostenintensiver, und dann stellt sich auch die Frage, welche Nutzungen möchte man dort überhaupt haben. Was aber für uns noch ein ganz wesentlicher Faktor hinsichtlich der Planung ist, warum wir Keller nicht als Teil des Projektes Christianiwiesen sehen, ist einfach der ökologische Faktor. Alles, was man unter der Erde baut, wird in dieser Größenordnung wahrscheinlich nur im Massivbau, und das bedeutet Stahlbetonbauweise, möglich sein.
diese Stahlbetonweise hat eine sehr hohe Relevanz, was graue Energie betrifft. Also die Errichtung verschlingt natürlich Unmengen CO2. Und das ist langfristig wahrscheinlich ein sehr, sehr wesentliches Thema im Bauen überhaupt, aber natürlich auch vor allem für unser Modellquartier, dass wir diese graue Energie eben nicht von Beginn an irgendwo versenken wollen. Deshalb versuchen wir in der Planung ohne Tiefgeschosse auszukommen. Und wir denken, dass uns das sehr gut gelingt in unserer Setzung der Baukörper und auch wie wir untereinander agieren mit den Häusern. Und das kommt auch vielleicht daraus, eben nicht nur der Keller, weil da geht es genau um diese Frage dieses Parkens, das wir doch irgendwo brauchen müssen oder aufziehen müssen und das nicht eben in einer Tiefgarage versenken, die unbelichtet ist. Und wir sehen genau solche Flächen als Potenzial, eben Flächen, die dann oberirdisch sind, zu nutzen, für die auch Belichtung haben, weil alles, was unter der Erde ist, wird immer schwieriger sein, Licht runterzubringen. Und da tun wir uns dann einfach viel leichter, sowas auch weiter zu nutzen. Okay. Wie sieht es denn aus zum Thema Gärten im Quartier? Also sind Gemeinschaftsgärten vorgesehen oder gibt es Gartenanteile pro Baugemeinschaft? Vielleicht könnt ihr da auch noch mal ein bisschen was dazu erläutern. Also wir haben versucht, ein möglichst vielfältiges Freiraumkonzept aufzustellen und eine Freiraumstruktur sozusagen aufzustellen, die zum einen im Erdgeschoss sozusagen sich aufgliedert mit unterschiedlichen Räumen. Also es gibt eben nach außen hin eher so extensivere Freiräume, Wiesenflächen, wo eingestreut so Nutzungsinseln sein können. Dann die um die Gebäude herum schon angesprochene Aurazone, die auch eine intensive Vegetation beinhalten soll und eben die privateren Bereiche, zieht sich dann hoch an den Gebäuden über Fassadenelemente, jetzt einer Fassaden, vertikale Gärten, wie wir es genannt haben, und dann ganz wichtig auch die Dächer. Und im Inneren gibt es so eine Art verzweigende Wegestruktur mit Plätzen etc., die auch so intensivere Freiraumnutzung aufnehmen kann. Dazu gehört auch am Eingangsbereich sozusagen so ein kleiner Quartiersplatz, wo auch mal ein kleines Fest stattfinden kann etc. Und was ganz wichtig ist, halt Spielflächen. Also wir sehen an unterschiedlichen Orten für unterschiedliche Altersgruppen Spielangebote vor und so. Also wo wir denken, aber das ist ein sehr vielfältiges Angebot, für das Quartier entstehen kann, obwohl es ja auch durch den Loretto-Wald in Nähe zum See auch sehr gut schon eingebunden ist, was das Thema Freiraumangebote betrifft, versuchen wir aber noch eine zusätzliche Vielfalt und Angebote sozusagen zu schaffen. Also dann haben die Baugemeinschaften da doch ziemlich viel, sag ich mal, an Ideen, wo man drauf zurückgreifen kann, eben um Gemeinschaftsgärten und auch diese Freiflächen so nutzbar zu machen. Dann kam noch das Stichwort Dachnutzung mit auf. Also im Online-Forum für die Baugemeinschaften hat man ja auch schon eure Planung gesehen und hat da entnehmen können, dass da auch viele Flächen eben für die Energieproduktion vorgesehen sind, aber auch für Gemeinschaftsflächen, für Dachgärten beispielsweise. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal ein bisschen ein paar Worte verlieren zur Dachnutzung, was da die Idee dahinter ist. Ja, also bei den Dächern, die stehen im gewissen Konkurrenzkampf der Nutzung, weil wir also zum einen sehen, wir wollen halt möglichst wenig versiegeln natürlich unten und möglichst effektive Ausnutzung des ganzen gesamten Raums haben. Umso wichtiger sind die Dächer dann auch aus dem Blick des Freiraums, aber eben auch als nachhaltiges Quartier mit einer lokalen Stromgewinnung sozusagen über PV-Anlagen natürlich auch wertvolle Flächen für die Energiegewinnung sozusagen da sind. Und wir haben im jetzigen Konzept versucht, das zusammenzubringen unter dem Schlagwort produktive Dächer. Das heißt, wo zum einen Energie gewonnen werden kann, zum anderen eben auch intensiv Gemüse angebaut werden kann, also dass auch wirklich lokal Gemüse angebaut werden kann für das Quartier, aber natürlich auch auf der erhöhten Lage, sonnige Lage, Blick in die Ferne auch Aufenthaltsbereiche stattfinden können. Und wir versuchen da möglichst viele Synergien zu schaffen, also auch das mit PV-Anlagen belegte Gewächshaus oder die Pergola, wo dann PV oben drauf ist, dass es eben ja nicht so Monostrukturen da oben drauf gibt und möglichst eben intensiv auch diesen besonderen Ort dort oben auszunutzen und ja, zu nutzen. Okay. Wenn wir gerade bei der Nutzung der Flächen sind, können wir auch beim Oberflächenwassermanagement weitermachen. Ist sowas vorgesehen oder wie würde sich sowas niederschlagen im Quartier? Genau, wir entwickeln sozusagen im Rahmen der Planung
erstes Investmentskonzept, was auf jeden Fall dezentral sein soll, also durch die möglichst geringen Versiegelungsgrad, natürlich auch schon mal ein Faktor, dann die begrünten Dächer etc. Und ein wichtiger Bestandteil ist dann vielleicht auch nochmal die Regenwassernutzung, gerade wenn wir dann auch Beete haben etc., die bewässert werden sollen, dass wenn auch Wasser, was anfällt, sammeln in dezentralen Zisternen, das dann auch wieder genutzt werden kann zur Bewässerung. Auch ein wichtiger Bestandteil. Und dann, also auch für Starkregenereignisse etc., sehen wir auch Flächen vor, wie so ein zentrales Biotop auch, was auch nochmal so ein vielleicht ein zusätzlicher Lebensraum sein kann, wo auch mal Wasser stehen kann. Das sehen wir auch vor. Also es ist so ein abgestuftes Konzept, was das Wasser auf dem Grundstück eigentlich bewirtschaftet und auch nutzt. Mhm. Okay, und dann kam auch noch die Frage auf nach dem Flexhaus. Was bedeutet es denn eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das Flexhaus ist ein Bauteil, das integriert in dieser Anlage ist, das sozusagen einmal mehrere Flächen abdeckt. Einmal das Parken, wobei wir den Schlüssel sehr reduziert haben, um da quasi auch von der Seite zu kommen. Aber auch das Flexhaus beinhaltet quasi Flächen, die Möglichkeiten geben, also im Erdgeschoss teilweise Sharing-Räume, Fahrradräume, aber in den Obergeschossen, wo wir eben damit rechnen, in Zukunft weniger Parkplätze zu haben oder weiter zu denken in die Zukunft, dass diese Flächen umgenutzt werden können. Also da kann einmal ein Doppelparkplatz für eine Probebühne oder so für einen Proberaum passieren. Es können dann aber eben auch, wenn man 4, 5, 6 Parkplätze zusammenlegt, eine Wohnung passieren. Also die Idee wäre dann nachhaltig zu denken und sozusagen das umzufunktionieren und quasi in Wohnungen für die Zukunft weiter für diese Anlage zu bekommen. Okay. Und dann würde ich jetzt als letzte Frage nochmal das Thema Biodiversität aufgreifen, nämlich welchen Stellenwert haben denn Lebensräume für Flora und Fauna in der Planung eingenommen? Ist natürlich ein sehr wichtiger Stellenwert, vor allem weil wir ja da einem sehr natürlichen oder Freiraum eigentlich jetzt gerade sind als Quartier. Der Wert ist uns auch bewusst. Also es wurde ja auch ein Artenschutzgutachten erstellt etc. Und es gibt das Biotop da schon und es wurden die vorkommenden Arten etc. Sozusagen aufgezeigt. Und ja, auch im Werkstattverfahren wurde ja schon die Idee des Fledermaus-Highways sozusagen geboren. Also dass man wirklich auch diese Elemente, die über was Flora-Fauna betrifft, auch mit integriert. Und jetzt im Zuge der Rahmenplanung haben wir das eigentlich noch weiter aufgegriffen, um zu sagen, diese Diversität, die heute schon in gewisser Weise da ist, aber halt auch durch die Wiese etc. auch relativ beschränkt, vielleicht sogar noch zu erhöhen und dadurch, dass wir halt noch weitere unterschiedliche Standorte anbieten und die so ein bisschen in Anlehnung an die lokalen Bedingungen, also es gibt so einen 30 Meter Waldsaum, der freigehalten werden muss von Bebauung, da greifen wir dann eher Gehölzstandorte auf und sehen dann eher so eine Waldgesellschaft vielleicht dort. Auf der anderen Seite gibt es so eine Art Blütenhecke jetzt schon, die würden wir erweitern, so als Blütenheckengesellschaft. Nach Süden gibt es so eine Art Topografiesprung, wo wir sagen, das kann vielleicht auch so ein Eidechsenhang sehr trocken, ganz anderer Standort wieder sein und so. Plus dann halt die Wiesenfassaden etc., was nochmal andere Lebensräume im Inneren des Quartiers sein können. Und ich glaube, durch diese unterschiedlichen Standorte entstehen dann ganz unterschiedliche Biotope, vielleicht kleiner, aber eigentlich mit einer viel höheren Vielfalt, als wir es jetzt schon haben. Und sodass auch dieses Quartier nicht nur ein Lebensraum für Menschen wird, sondern auch für eben sehr viele verschiedene Pflanzen und Tiere. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank für die Antworten. Und gleich wird in der Abschlussfolie nochmal ein Link eingeblendet, wo man weitere Informationen zum Rahmenplan dann auf unserer Internetseite abrufen kann. Dankeschön an das Team Feld 72 und Treibhaus. Ja.